Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Am vergangenen Samstag hat Asch mit dem Wetter und dem Wetter gestrahlt. Das Fest BLKB bei uns hat das Dorf von seiner schönsten Seite gezeigt. Ein Feuerwerk von Kreativität ist den ganzen Tag geboten worden. Bei Gott. Und eben dieser Ausdruck hat etwas mit dem Ascher Wein zu tun. Normalerweise war der Wein eben nicht so gut gewesen, qualitativ. Nachher hat man immer gesagt, Jesus, nein, der ist von Asch. Und wenn man einmal ein Jahr hatte, wo vielleicht einmal ein Hagel drüber ist oder nicht so viele Trauben dran gehangen sind, weil das macht ja die Qualität des Weins aus, oder, dass es süßer wird. Dann haben sie den Wein getrunken und haben sie gesagt, der muss von Asch bei Gott sein. Trotz seiner 11'000 Einwohner behaltet Asch seinen Dorfcharakter. Das ist bezeichnend. Wir sind halt im Herzen Dorf. Wir sind es immer gesehen und ich glaube, wir bleiben es auch. Und alle die, die schon viele Jahre in Asch sind, also ich bin ja auch nicht in Asch geboren, ich bin dazugekommen, die spüren, dass halt trotzdem Asch im Herzen ein Dorf ist und dass man sich kennt und dass man sich grüßt oder dass man sich will kennenlernen. Und ich glaube, das geht auch bei 11'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Naturschutz und Biodiversität sind in Asch ein grosses Thema und in diesem Zusammenhang ist hinter dem Schlossplatz ein Mustergarten für die Bevölkerung eingeweiht worden. Mit prominenter Unterstützung. Ich bin angefragt worden erstens, oder? Der Herr Gwenny hat mich gefragt, sie hat die Freude, wenn ich hier, wir kümmern mich um die Natur. Und sie haben einen schönen Naturgarten, den sie einweihen und den Leuten zeigen, so einen Mustergarten. Und nachher musste ich nicht lange studieren. Ich habe gesagt, da komme ich gerne. Ich bin schliesslich vor 24 Jahren, bin ich mal ein Jahr hier in Asch gewohnt, wo ich beim FCB Assistenztrainer war, beim Christian Gross. Und nachher habe ich eine Schwester, die ist noch etwas älter als ich, die wohnt schon manches Jahr hier in Asch. Habe ich gesagt, da komme ich gerne. In Asch ist auch ein Vortrag mit dem Herr Latour geplant. Inzwischen stehen noch bis am 5. September zwei Projekte auf Crossiety zur Abstimmung, die Naturvielfalt beinhalten. Mit der Unterstützung von der BLKB können wir ja dann das Projekt auch umsetzen. Das sind zwei Projekte, die auch in unserem Freiraumkonzept enthalten sind. Das ist einerseits hier der Spielplatz, gerade bei dem Mustergarten nebenan. Und andererseits ist es der Friedhof und die Überlegung ist, dass wir dort oben beim Friedhof Sitzmöglichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten schaffen, schöne Wege, auch etwas für Biodiversität tun. Und hier unten beim Spielplatz wäre die Idee, dass man einen naturnahen Spielplatz würde bauen, der nachhaltig mit nachhaltigen Spielsachen. Seit letztem Jahr organisiert die Basel Landschaftliche Kantonalbank die Veranstaltungsreihe BLKB bei uns mit den Acts von der Sängerin Elle und dem Baschi. Wie ist das gekommen? Wir haben uns schon längere Zeit überlegt, was wir für eine gute Alternative bieten zu dem traditionellen Anlass, den wir früher gemacht haben. Das war die KBZ-Versammlung, die wir früher im Joggeli gemacht haben. Und wir haben uns verschiedene Sachen überlegt. Immer wenn wir so Anlässe machen, möchten wir ja der Region etwas zurückgeben. Und für uns ist es wichtig, dass wir nicht nur die KBZ-Inhaber berücksichtigen, sondern auch unsere Kundinnen und Kunden. Das war so das eine. Und das andere war, dass wir gesagt haben, wir möchten vom Joggeli raus wieder zu den Leuten, dort wo die Menschen wohnen und leben. Und so ist das Format letztes Jahr entstanden, BLKB bei uns, wo wir als BLKB zusammen mit regionalen Partnern ein Fest organisieren. Die BLKB feiert das 160-jährige Jubiläum. Was ist das Erfolgsrezept dieser Bank? Das Erfolgskonzept ist wahrscheinlich, dass wir unseren Grundauftrag nie ganz aus den Augen verloren haben oder den immer noch bis heute sehr ernst nehmen. Der hat sich in den 160 Jahren nicht verändert. Wir sind verantwortlich für die finanzielle Grundversorgung von der Region, auch für die finanzielle Gesundheit der Menschen, die hier leben und natürlich auch von den Unternehmen. Das hat sich seitdem nicht verändert und ist auch heute noch eigentlich unser Zweck, unsere Grundaufgabe. Und ich glaube, es ist es gelungen, über all die Jahrzehnte das Vertrauen der Kundinnen und Kunden zu behalten. Wir sagen so intern immer wieder zueinander, hey, das wichtigste Vermögen, das eine Bank sammeln kann, das ist das Vertrauen der Kundinnen und Kunden. Und das ist es offensichtlich über 160 Jahre gelungen, dass wir das Vertrauen behalten können.
Und wie ist die Wahl für das Fest auf Asch gefallen? Ja, Asch war ehrlicherweise schon länger ein Kandidat gewesen. Das ist eine sehr dynamische Gemeinde. Und letztes Jahr hat es dann nicht geklappt, weil sie gerade noch so im Rennen waren für einen Donnerstagsjass. Und dann haben wir aber miteinander abgemacht, unabhängig, ob es klappt oder nicht. In diesem Jahr machen wir dann zusammen etwas und jetzt hat das geklappt. Und wir sind mega happy, dass wir hier heute in Asch dürfen sein. Und das hat auch der Baschi wunderbar auf den Punkt gebracht. Solange das Herz zum gleichen Takt in Asch schlägt.